Sherlock glaubt, er könnte es mit den Franzosen aufnehmen. Das ist ganz klein mit. Segelt nie mit einem betrunkenen Captain oder einer nüchternen Mannschaft. Hallo, Kapitän. Womit kann Vera euch heute helfen? Langsam verstehe ich, warum man euch viel zutraut, Kapitän. Ihr brennt darauf, mit Sherlock ins Geschäft zu kommen, oder? Bristol fehlt mir. Ihr seid in Ordnung. Für einen Schurken. Schon wieder zurück? Ihr mögt wohl meine liebreizende Gesellschaft.
Jetzt einen Drink. Bringt mehr Münzen, dann gibt's auch mehr Stahl. Meine Waren sind die besten auf ganz Zart an. Ihr kommt schon bald wieder. Wenn wir den Auftrag erfüllen, erwartet uns eine Schiffsladung französischer Schätze, Captain. Wir können noch mehr erreichen. So langsam sind wir warm, was? Sherlock sagt, die Royal Louis sei bei den Inseln des Mondes. Plündern wir ihre exotische Fracht. Wir haben ein Schiff zu versenken! Los! Volle Segel! Hallo, Pirat.
Schon lange stehlen die Franzosen unsere Relikte. Ich will nichts mehr, als sie heimzuholen. Wir blicken in die Sterne, um die Zukunft zu sehen. Und es ist Schicksal, dass ihr uns heute helft. Auf dass wir uns wiedersehen. Glück ist nicht alles. Du musst weiter jagen, stehlen und wachsen. Just a hopeless.
langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. Was? Die Jagd auf Wild ist kein leichtes Unterfangen. Seid ihr sicher, dass ihr das schafft? Lebt wohl, Kapitän. Du hast noch einen weiten Weg vor dir, Captain. Skurlock sagt, die Royal Louis sei bei den Inseln des Mondes. Plündern wir ihre exotische Fracht. Wird uns reiche Beute bescheren. Segel, los! Hey, hey.
Schiffs fragt. Vielleicht gibt es dort Gold. Wo ist das Schiff aus dem Wind? Segel einholen. Fast geschafft.
sollen die Feuer stören. Thank you.
Fischfutter! Abgeschlossen, Captain! Segel hoch, Leute! Die Zeit ist reif! Holen wir uns den Sieg! Segel einholen!
Holz kommt gerade weg. Dein Name sollte lauter widerhallen als Skurlocks. Lass deine Geschichte nicht von seiner überstrahlen. Strong, O'Reilly, 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 O'Reilly.
alles mit Sorgfalt handgefertigt. Die arroganten Franzosen spucken auf unsere Unabhängigkeit. Enteignet sie. Gutes Geschäft. Mögen die Wellen sanft zu eurem Schiff sein. Sterben und erhebt dann Anspruch auf seine Habe. Unsere Wege sollten sich. Erfüllt euer Schicksal.
Ihrer Stelle würde ich das liegen lassen. Ein besseres Angebot für diese Waren findet ihr nirgends. Wenn wir den Auftrag erfüllen, erwartet uns eine Schiffsladung französischer Schätze, Captain. Meine Waren sind äußerst frisch. Wir alle kehren zu Sanahari zurück.
Segel setzen oder nicht? Der Wind kommt von achten! Thank you.
Warte, wir sind in der Nähe eines Elite-Kriegsschiffs. Allein wird das nichts. Nur über die Früchte würde sich die Crew freuen, Captain! Oui? Die Kommandanten der Kompanie behalten Luxusgüter für sich. Wir sind es leid zu warten. Wir beschaffen uns eigene Waren.
Geschäft für euch, hm? Kommt wieder. Unsere Krieger werden sie zu Sanahari schicken. Von einem guten Dieses Lager gehört dem Clan von Farah. Vorerst gewähren wir euch die Freiheit zur Durchreise und zum Handel. Unsere Waren wurden von kunstfertigen Händen geschaffen oder törichten Händlern abgenommen. Ich mache euch einen guten Preis. Wir wissen von euren Machenschaften mit dem Seevolk. Aber wir werden zum Wohle des Handels darüber hinwegsehen. Kommt bloß nicht auf die Idee, unsere Krieger herauszufordern. Ein guter Handel. Mögen die Wellen sanft zu eurem Schiff sein. Hm? Bon voyage. Man erkennt eure Fähigkeiten an. Ihr kleinen Anchovis, wir sind also Zähne gewachsen. Man spricht über euch wie bei einem bösartigen Hai. Mit Geduld findet ihr den richtigen Käufer. Eile führt nur zum Ruin. Dann hoffentlich... Bis bald. Ich gebe nichts aus der Verzeihung. Hallo, seid gegrüßt. Mein
Schiff wurde vor der roten Insel von Seeräubern gekapert. Die haben mich gezwungen, bei ihnen anzuheuern. Dachte, ihr wärt hinüber. Ihr habt nichts gefunden außer Karadeks Befehlen? Er hat uns erwartet. Der Konvoi war eine Lüge. Ein süßer Honigtopf voll stinkender Pisse. Und meine Spitzel haben alles geschluckt. Das hat ihnen dieses Schoßhündchen der Kompanie eingeflößt, Karadek. Die, die er nicht kaufen konnte, sind tot. Ich habe alle Spitzel verloren. Und wir stehen mit runtergelassenen Hosen da. Jetzt wird Karadek Jagd auf uns beide machen. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Auf wessen Schiff hatte sie es denn abgesehen? In diesem Moment hängt ein Bild mit eurem Schiff, eurem Gesicht und eurem Namen an seiner Wand, bis er es durch euren Kopf ersetzen kann. Er ist ein Mann der Kompanie, ihr Bester, und er würde sich eher die Hand abhacken, als sich bestechen zu lassen. Aber Karadek ist und bleibt ein Bluthund. Legt ihm eine Fährte, und er kann nicht anders, als ihr zu folgen. Los, macht uns reich. Vielleicht gebt ihr nicht auf. Bewahrt kühlen Kopf. Auf der Straße flüstert man bereits euren Namen. Denkt dran, bringt mir einen Entwurf und ich schmiede euch etwas Scharfes. Das hier bleibt unter uns. Ja? Man kann ein Schiff immer verbessern.
Besuch doch mal die Küste Afrikas. Mögen eure Reisen euch auf warmen Sand. Schatz, das ist der beste Sinn.